Merhaba, ihr Verborgenen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Mirage im schönen Bagdad. So, wir müssen rausfinden, wo sich Ali befindet. Wir haben noch zwei Levelpunkte, zwei Fähigkeitspunkte. Was ist denn hier mal los, Alter? Immer schlackern hier die Gewänder rum. Aber immer nur bei denen hier. Was führst du im Schilde? So, hier haben wir eine Menschengruppe. Darf ich mich jetzt mal kurz... Lass es einfach. Der Gruppe folgen? Das kostet? Wieso kostet das? Im ersten Teil konnte man da sich einfach reinstellen. Was ist hier? Naja. Codex aktualisiert. Eine schwierige Nachfolge. Oha. Da werden wir noch einiges sammeln, Freunde. Ich werde das jetzt, glaube ich, auch nicht alles vorlesen. So. Okay, dann schauen wir jetzt aber mal in den Nachforschungen. Dem müssen wir nachgehen. Das haben wir auch schon verfolgt, sehe ich gerade. Und wir müssen dahin. Der sieht echt aus wie der Prinz von Persien, so von hinten, ne? Das ist der Außenposten, zu dem Ali gebracht wurde. Okay, und diesen müssen wir durchsuchen. Alles klar. Zack. Zack. Oh, der Parcours, liebe Freunde. Er ist zurück. Hey, das dauert nicht lang. Oh Gott, da bin ich wieder voreilig. In den Kampf rein. Na komm. F töten. Erfolgreiches Parieren gegnerischer Angriffe durchbricht die Verteidigung des Gegners. Komm her. Das kann man doch auch blocken. So, und ja. Oh, da kommt schon der nächste. Nein, das kann man nicht blocken, verdammt. Und töten. Hey, was für ein sicker Move. Oh mein Gott, jetzt kommen sie wirklich alle her. Verdammt. Na komm. Und töten. Damn. Wie nice einfach. Also wenn man jetzt das Blocken perfektioniert. Okay. Na komm, geh weg. Na los! Ich trottel, ey. Ich lauf genau los, wenn er in meine Richtung guckt. Und der wird das sehen. Muss wahrscheinlich... Der sieht wie ein Schreiber aus. Sieht nach dem Heim eines Schreibers aus. Verdammt. Was siehst du, Sadiq? So, wer hat den Schlüssel? Muss ich das mit dem Adlerauge machen? Er da hinten. Na, super. Okay. Ein Moment. Ja, komm mal her. Ich lass dich deine Milz fressen. Oh, hat er die Leiche entdeckt? Zack. Ist das er jetzt? Er ist das. Was? Den nehme ich in Verwahrung. Den nehme ich in Verwahrung. Geil, Freunde. Das läuft doch. Zack und Abflug. Kram.
Warum kann er sich eigentlich nicht auch Essen einstecken? Wäre doch super. Truhe plündern. Zack. Was haben wir hier? Eine Gefängnisliste. Jeweils mit unterschiedlichen Zeichen. Okay, Freunde, dann sind wir hier, glaube ich, fertig. Ja, aber da oben gibt es noch ein paar Kisten. Sieht er mich? Sieht er mich? Ne. Zack. So. Da. Hilfsmittel voll, willst du mich verarschen? Dann mache ich die einfach schnell leer. Können wir noch ein bisschen trainieren. Zack. Alright, Freunde. Sehr schön. Ich schnapp mir mal hier das Pferd. Beachtet mich nicht. Oh, ich finde das so cool, dass man wieder schnell reiten kann in den Städten. Das ist sehr nice. Also natürlich nicht so schnell wie draußen, aber ich glaube schneller als in Origins und Odyssey natürlich. Boah, diese Seitengassen überall, das ist so ein Träumchen, ey, Freunde. Nicht zu fassen, sehr. So, kann ich da nicht eigentlich eine Schnellreise irgendwie machen? Ja, guck mal hier. Zack. Partikel auch. Nice. Geil. Der geile Geil, Freunde. Er ist wieder da. So. Da müssen wir hin. Zack. Kulat und Roshan wollen sicher über diese Entwicklung informiert werden. Bestimmt. Zack. An Alis Stelle würde ich dasselbe tun. Ein Heer ist nur so stark wie sein schwächster Soldat. Friede sei mit dir, Basim. Friede sei auch mit dir, Ahmad. Wie war deine Reise? Ich bin Abu Jafar. Ach ja, entschuldige. Gibt es ein Problem? Noch nicht. Aber wir haben herausgefunden, dass Ali eine Abmachung mit Nur treffen wollte, um den Aufstand im Austausch für seine Hilfe zu versorgen. Der Orden ist ihm ein Dorn im Auge, ja. Aber Ali hat es auf das Kalifat abgesehen. Er wird wollen, dass wir uns an die Abmachung halten. Hast du Neuigkeiten für uns? Unser Ziel heißt El-Hul. Er setzt Gefangene und Arbeiter für Grabungen um Bagdad ein. Ali und einige seiner Männer wurden gefangen und markiert. Mit Beschis Hilfe konnte ich sie befreien. Aber Ali wurde zur Befragung woanders hingebracht. Einer der Aufständischen zeigte mir sein Mal. Wenn diese Liste der Gefangenen stimmt, wurde Ali zum Gefängnis beim Beb Dimashq gebracht. Wo sind diese Aufständischen jetzt? Bei einer Wassermühle am nördlichen Stadtrand. Ich werde sie aufsuchen. Sehen, was ich über diese Abmachung erfahren kann. Du suchst nach Ali. Das Gefängnis am Beb Dimashq ist das am besten bewachte Gefängnis Bagdads. Das wird eine Herausforderung, das kann ich dir sagen. Ich kundschafte voraus. Wir treffen uns beim Haupttor des Gefängnisses. Einen Augenblick, bevor du gehst. Ich habe ein paar nützliche Gedanken anzubieten. Ich bin ganz Ohr. Als erstes ist hier eine Tafel mit Informationen, die wir von unseren Spitzeln in der Stadt erhalten. Wirf einen Blick darauf, wenn du Zeit hast. An einem Teppich. Dann gibt es in diesen Landen eine Fülle an Materialien, um deine Waffen zu verbessern. Der Schmied Johar hier in der Nähe könnte dir dabei helfen. Und schließlich bin ich bei Werkzeugverbesserungen für dich da. Bringe mir Materialien und ich sehe, was ich tun kann.
Dann zeig doch mal. Hilfsmittelaufwertung. Jedes deiner Hilfsmittel kann aufgewertet und mit verschiedenen Effekten angepasst werden. Um ein Hilfsmittel zu verbessern, besuche die Banu Musa im Bruderschaftshaus der Verborgenen. Die Dienstleistung kostet eine bestimmte Menge Materialien für Verbesserungen. Stahlbaren, Leder, Bauteile. Alles klar. So, die Wurfmesser können wir verbessern. Gibt's denn hier zusätzliches Fassungsvermögen? So, okay, aber... Ach so, freischalten. Schalte diesen Rang frei, zack. Oh, nice. Größere Reichweite. Erhöht den Schaden des Wurfmessers um 50%. Ich benutze nur noch Wurfmesser, Freunde. Schalte diesen Rang frei, was ist das? Vergiftet Gegner. Damn. Körperzersetzung? Löst die Leichen jener, die mit dem Messer getötet wurden, spurlos auf. What? Aber Freunde, ihr merkt, es ist sehr simpel gehalten. Gefällt mir. Es sind weitere Modifikationen verfügbar. Ja, aber die kann ich ja noch nicht freischalten, oder? Oder, warte mal, wie... Kann ich mir nur eins davon aussuchen, oder was heißt das jetzt? Ich glaube, ich kann mir nur eins aussuchen, ne? Okay. Dann würde ich erstmal die Anzahl, glaube ich, nehmen, oder? Oder die Entfernung. Ja, okay, man kann sich nur eins aussuchen, verstehe. Die Fackel können wir wohl kaum verbessern. Ein Quell der Ideen, wie immer. Danke, Abu Jafar. Danke dir, Meiner. Das heißt, wir müssen echt... Es sind neue Aufträge verfügbar. Besuche ein Bruderschaftshaus der Verborgenen, um dir die Auftragstafel anzusehen. Wir müssen echt Kram sammeln, Freunde. Bulat ging voraus, um einen Weg ins Gefängnis... Aufträge von verschiedenen Fraktionen Bagdads findest du auf dieser Tafel. Sie abzuschließen ist eine großartige Möglichkeit, dich gut mit ihnen zu stellen. Im Kodex erfährst du mehr über Bagdads Fraktionen. Angenommene Aufträge kannst du dir im Detail Nachforschungsmenü ansehen. Ist das jetzt wieder so ein Unendlichkeitsding, dass die immer wieder gespawnt werden? So, der Waffenhändler. Ein mit den Rebellen verbündeter Waffenhändler ist auf der Flucht vor der Obrigkeit. Bringe ihn in Sicherheit. Weißt du was, wir machen das jetzt einfach mal. Ach, ich kann die alle gleich. Okay, verstehe. Nehmen wir alle mal mit. Dimashq zu finden. Ich sollte ihn suchen. Doch zuvor könnte es hilfreich sein... So, machen wir die einfach mal, ne? Bitte des Auftraggebers keinen Schaden nehmen. Diesem Schmied einen Besuch abzustatten. Jede Verbesserung könnte sich als nützlich erweisen. Ist da? Da ist ja noch was. Klack. Die Gebrüder Banu Musa. Alright. 4 von 13. So, dann machen wir erstmal wieder einen Abgang. Und treffen uns mit dem Dichter. Yep. Oh, hier, guckt ihr das an. Zack, zack, zack. Einfach nur sick. Man, einfach nur sick. Wo ist eigentlich mein Kamel? Komm her. Lass das bitte. Lass das bitte. Nee. Oh, können wir auch wieder. Ja, muss ich erstmal dran gewöhnen. Warum haben die das nicht auch wieder auf E gelegt, das Absteigen? Aufsteigen ist E, aber Absteigen ist C. Ist doch voll umständlich. Harbia. Eine historische Stätte. So.
Bist du der Dichter? Unter den Künstlern befinden sich auch Lehrlinge von Erda oder was? Der Kalif lädt euch ein, den aufsteigenden Sternen. Grüße! Bist du der Dichter mit der törichten Zunge? Meine Entrüstung hat mich übermannt. Wer hätte gedacht, dass Worte derart gefährlich sein können? Nichts ist gefährlicher als der verletzte Stolz eines mächtigen Mannes. Geh voran. Ich schütze dich vor seinem Zorn. Und warum bittet er mich, dass ich keinen Schaden nehme? Das verstehe ich nicht. Ein Hindernis vor uns. Das Verderben beißt uns in die Waden. Na komm. Unser Glauben. Zack. Weiter geht's. Der Weg ist frei. Warte mal, Opa. Nicht so schnell. Alter, der zieht ja richtig ab. Noch sieht's gut aus. Oh, Kram. Das dort drüben ist mein Neffe. Ich vertraue darauf, dass er meine Anwesenheit geheim hält, aber ich fürchte, das bringt ihn ins Grab. Ich erlöse ihn von diesem Dilemma. Säubere die Umgebung. Geh mal weg. Ja, Ilahi. Halt an! Ach, Dank. Diese Söldner wären ganz sicher mein Ende gewesen. Wohin verschwinde ich? Auf ein Wort! Da oben ist noch einer. Da sind noch zwei. Komm her. Ach, schlechter Moment. Die Gefahr ist vorbei. Wäre cool, wenn ich die Wurfmesser wieder kriegen würde. Egal. Oh, das war's noch gar nicht. Aber das war's mit meinen Wurfmessern. Siehst du diese türkischen Mietklingen? Ich glaube, sie wurden geschickt, mich zu ermorden. Wie Schüler der Dichtkunst sehen sie zumindest nicht aus. Ich kümmere mich um sie. Hey! Bist du nicht der von den Aushängen? Halt! Wache! Hilfe! Hier ist ein Mörder! Come around! Das war nix. Na klar! Natürlich! Natürlich! Oh Gott! Sterb schon! Nein, okay, das war's. So ist es. Hörst du? Dämliche Bitte von dem Alten, ey. Oh. Oh. Damn. Nun sterbst du. Nein, verdrückt, verdammt! Verdrückt, ich wollte blocken. Töten! Es geht nicht! Na komm. Wer bist du denn jetzt? Ah! Ha? Yo!
Was? Als ob! Wer ist das denn jetzt? Holy moly! Ach, das ist wahrscheinlich so ein Kopfgeldjäger, wa? Na klar! Richtig soll's so sein! Ein mächtiger Angstharte! Nein. Oh, verdammt. Verdammt. Na gut, das war wohl nix. Da muss man echt das mal reingucken. Damn. Wenn der jetzt nicht dazugekommen wäre. Das war ich nicht. Das Gesicht kenne ich. Das war ich nicht. Nee, nee, war ich nicht. Oh, hier, Kram. Plus ein Wurfmesser. Warte, ich muss auf den... Bleib stehen! Da! Was? Haben wir irgendeine Art von Problem? Hey, du! Halt! So. Also, jetzt das Ganze nochmal. Komm mal her, genau. Jetzt nein. Ist es sicher. Nein, nicht der, nicht der, nicht der, nicht der, nicht der, nicht der. Zeit nein. Zu verschwinden. Nein. Nein. Muss nur an dem Kopfgeldjäger vorbei. Komm. Gleich verstummst du. Willst du mich nicht verstehen? Nach dem sollte man die Augen offen halten. Okay. Geh schön da unten weiter. Ich folg dir über die Dächer. Komm. Weg hier. Weg hier. So, komm, Opa. Diesmal haben wir keinen Schaden genommen. So. Ich werde hier von ein paar Freunden abgeholt. Allah segne dich. Ich werde dir zu Ehren ein Gedicht schreiben. Gedichte sind wie Musik in meinen Ohren. Besonders, wenn sie von mir handeln. Dann sollst du deine Musik haben. Und man soll deines Mutes gedenken, noch lange nachdem wir beide aus unserem irdischen Dasein geschieden sind. Freut mich ja. Es sind neue Aufträge verfügbar. Schön. So, ich brauche jetzt erstmal unbedingt hier. Steckbrief. Oh, man hat mich schon gesehen. Schnell, 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 schnell. So. Nein. Ich musste loswerden. Ich wollte doch keinen Taschendiebstahl. Alter, Ubisoft Connect, ich habe das doch deaktiviert. Warum? Vielleicht bei jedem Neustart oder so. So, komm, lass mal gucken. Was haben wir für Aufträge noch? Das machen wir jetzt noch. Ali ibn Muhammad. Da müssen wir ins Gefängnis rein, Junge. Ah, das wäre ja nicht schön. So, wo ist denn das? Oh, das ist ja ein ganz schönes Stück. Warte mal. Können wir da nicht? Können wir da nicht? Na klar. Nee, können wir nicht. Scheiße. Irgendwas auf dem Weg? Ist auch nicht viel näher. Okay. Brauche ich das Kamel? Kamel! Nee, 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 nicht abhauen. Ja! Wenn er es ist, hältst du es dann für weiß? Mach da! Da wäre noch ein Steckbrief. Den nehmen wir mit. Ganz unauffällig vorbeireiten. Yalla!
Damn! Komm jetzt hier, schnell. Am besten bleibe ich im Schatten. Das wäre das Beste, ja. Hey, einen Moment. Stehen bleiben. Was? Na komm. Oh nee, jetzt. Ach komm. Nee, was soll's? Was soll's? Komm, Kamel, die wollen uns hier nicht. Machen wir nicht. Ist nicht. Ciao. Nee, das wird mich retten. Du Buße, sonst wirst du. Du Buße. Ja! Oh, Sperrgebiet, schön. Oh nein, nicht der Feuermann. Tschö. Zack. Nee, ist nicht. Mm-mm. Das waren Wachen. So, komm, weißt du was? Ich kletter hier auf den nächsten Aussicht. Ah, nee. Ach doch, der ist nicht so weit weg. So, das sammeln wir ein. Au. Da hoch. Da verlieren sie mich doch dann, oder? Wo kommen wir hoch? Wo kommen wir hoch? Nee. Oh. Wo komme ich denn hier hoch? Hä? Wo? Hä? Ach so, hier vielleicht. Au. So. Wenn den Aussichtspunkt müssen wir eh freischalten. Nein! Elender Feigling! Was passiert hier gerade, Freunde? Ich schaffe nicht. Aber ich hab das einfach überlebt. Ich hab diesen Sturz einfach überlebt, natürlich. So, komm. Wird das jetzt was? Ja. So. Scheiße. Oh Mann, dann schaffe ich den Auftrag doch jetzt gar nicht mehr. Wir sind ja schon bei 30 Minuten. Ja, machen wir jetzt noch schnell, komm. Vor allem das Ende. Das ist auch schon wieder so ein Auftragsmörder. So, Hier haben wir noch ein Plakat. Das entferne ich noch schnell. Was heutzutage alles als Kunst durchgeht. Zack. Noch irgendwo eins. Da ist noch eins. Oh.
Jemand sollte etwas unternehmen. So. Die suchen also nach mir. Die suchen also nach mir. Wäre noch gut, wenn ich hier irgendwo Essen finde. Um ein Elixier zu geben. Aber ich will nicht, ich will das noch aufheben. Was ist mit ihm? Egal, komm. Vielleicht resettet ja irgendwie das Leben. Ach, hier, guck mal. Wow! Wow! Okay. Ja, wie gesagt, vielleicht resettet das Leben ja irgendwie, wenn wir den Auftrag anfangen. Oh, boah. So grausam und unerbittlich wie in meiner Erinnerung. Du warst hier einmal Gefangener? Oh nein, ich war nie dort drin. Tatsächlich kam ich dem Gefängnis nie näher als bis zu genau diesem Ort. Von hier aus ließ ich meinen Drachen hoch über die Gefängnismauern steigen. Sein Muster war einzigartig, musst du wissen. Ich hatte ihn mit meinem Vater gefertigt, als ich noch klein war. Also kam ich Tag für Tag her und hoffte auf einen Windstoß, der ihn hoch genug tragen würde, damit er ihn sieht und weiß, dass ich da bin. Ich weiß nicht, ob er ihn jemals sah. Ich kenne diesen Schmerz. Und es tut mir leid für dich. Mir nicht. Solcher Schmerz bereitet uns den Weg. Erinnert uns daran, wer wir sind. Wer wir sein können. Da wir gerade von Wegen sprechen. Ich sehe nur einen. Und der ist nicht einladend. Nein. Wir müssen dich hineinbringen, ohne gesehen zu werden. Könnte die helfen? Wo hast du die her? Von Beshi. Er sagte, diese Münzen hätten unter dem gemeinen Volk einen großen Wert. Durchaus. Du könntest vielleicht die Wachen dazu bringen, wegzusehen. Oder die Hilfe einiger Händler bekommen. Ich werde sehen, wonach mir der Sinn steht. Ich kehre ins Bruderschaftshaus zurück. Möge Allah dir Erfolg bescheren. Danke dir. So, der Anführer des Aufstandes und Verbündeter der Verborgenen wurde gefangen genommen. Khidmatun-Münzen sind eine seltene Währung, können bei jenen, die sie zu schätzen wissen, gegen Gefallen eingetauscht werden. Suche nach Möglichkeiten, sich in das Gefängnis beim Dab Dimashq einzuschleichen. Okay. Dann quatschen wir, würde ich sagen, die Händler an, oder? Vor uns kann sich nichts verstecken. Ja, ja, ja. Komm, nehme ich den gleich, oder? Was haben wir hier noch? Okay. Gehört ihr zu Ali? Ja. Aber wir haben ihn seit Wochen nicht gesehen und der Aufstand hat sich nahezu aufgelöst. Das ist nur vorübergehend. Ali sitzt in diesem Gefängnis ein. Ali? Hier? Ich wähnte ihn tot. Ich werde ihn befreien, aber ich brauche eure Hilfe, um hineinzugelangen. Ich kenne dich nicht. Nichts wollen wir mehr, als dass unser Anführer zu uns zurückkehrt, doch woher weiß ich, ob ich dir trauen kann? Ja, Münze. Beshi sagte, ich könne mit dieser Münze eure Hilfe erkaufen. Was sagst du? Wenn er sie dir gegeben hat, muss er dich sehr achten. Wir werden uns um die Wachen kümmern. Beobachte genau und handle schnell. Warte die Ablenkung der Aufständischen ab. Okay, ich muss jetzt leider nochmal eine Heilung nehmen, Freunde. Von wo kommen die denn jetzt? Ich werde nicht urteilen. Wo sind die Wachen?
Vielleicht ist er nur das Opfer einer grausamen. Ach, da drüben, ich dachte. Okay. Ja, du Gulan. Okay, okay. Ja, wow, das hat ja, hat das funktioniert? Funktioniert das gerade? Was passiert hier? Verdammt! Kann ja nicht einfach... Kann ich jetzt einfach über die Mauer? Okay. Und Verzweiflung. Ali, irgendwie haben wir es geschafft, Freunde. Ort sein. Irgendwie sind wir reingekommen. Anzusuchen. Klack. Das läuft, Freunde, das läuft. Hier, die Kohle nehmen wir mit. Oh, ist er da schon? Nee. Ich kann kaum die Augen aufmachen. Noch ein Wurfmesser. Ich hätte mich vielleicht, oh. Du bist von der anderen Seite verriegelt. So, ich habe kein Wurfmesser mehr. Seite. Ali muss irgendwo unterhalb des Gefängnisses sein. Und wurde wahrscheinlich gefoltert. Ich muss mich spuren. Falls etwas geschieht. Komm her. Hey. Was war? Moment. Mhm. Mhm. Eliminier den auch, sicher ist sicher. Was? Ein Wurfmesser. Ach komm, wer packt denn ein Wurfmesser in eine Kiste? Hey, was ist da los? Komm mal her. Komm mal her. Zack. Was sehr geil ist, dass man die Leute schon aus der Ferne eliminieren kann, also. Das ist wirklich ein Vorteil.
Zack. Ich war 5 Jahre in Delan. Die haben was gegen uns da oben. Dagegen ist das hier der reinste Lustgarten. Warst du schon bei Abdullah? Eine Horde Djinn käme nicht an uns vorbei. Was für ein Leben. Wir werden bezahlt, um rumzustehen und den Leuten zu sagen, was sie tun sollen. Do it! Just do it! Wo ist er? Wo ist Ali? Bist du Ali? Wer hat dir das angetan? Der Kerkermeister. Wo ist er? Bei einem anderen. Unter uns. Der Tod wird ihn bald holen. Er könnte von Ali sprechen. Ich bete, dass ich nicht zu spät komme. Uiuiui, komm schon. Ach, da oben geht's weiter, okay. Der Kerkermeister. Er will uns brechen. Das hat Feigling! Na komm. Wir verschlossen. Nicht. Finde den Schlüssel. Freunde, ich glaube, wir müssen hier einen Cut machen. Wir sind schon bei einer Dreiviertelstunde. Wir machen in der nächsten Folge weiter, ja? Und da würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Und bis morgen zur nächsten Folge. Ciao.